Podcast Spaß. Hallo, ich bin Christina. Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Kragujevac. Das ist eine Stadt, die sich in Serbien befindet. Aber meine Kindheit habe ich in Deutschland verbracht. Ich habe mich für das Thema Fremdsprachen entschieden, weil ich schon als Kind von verschiedenen Sprachen und Kulturen gelernt habe. Meine Eltern kommen aus anderen Ländern und deswegen kann ich mehrere Sprachen sprechen und möchte mich mit mehreren Sprachen und Leuten aus verschiedenen Ländern und Religionen kennenlernen. Ich bin Katharina und ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Serbien und ich kann Serbisch, Englisch, Danisch und Deutsch sprechen. Also ich interessiere mich für Fremdsprache, weil ich Sprache liebe und es liebe, etwas über die Kultur anderer Menschen zu lernen. Ich bin Jana und bin 16 Jahre alt. Ich lerne Englisch und Deutsch, aber möchte noch einige andere Sprachen sprechen. Zum Beispiel diesen Sommer möchte ich anfangen, Spanisch zu lernen. Wenn man fremde Sprachen kennt, kann man reisen, im Ausland studieren oder arbeiten. Und meine Mutter ist Sprachlehrerin, unterrichtet Latein, Französisch, Spanisch, aber kennt auch Italienisch. Und deswegen ist mein Leben gefüllt mit Sprachen und ich kann es kaum erwarten, neue Sprachen zu lernen. Alle drei von uns waren auf Sprachwettbewerben und hatten verschiedene Ergebnisse. Für das erste Level habe ich mich sehr viel vorbereitet und habe den dritten Platz gewonnen. Aber das zweite Level war für mich sehr schwierig und dort habe ich keinen Platz gewonnen. Trotzdem möchte ich weitermachen. Ich habe die Prüfung für A1 deutsche Sprachen bestanden. Und es war sehr leicht für mich. Wir hatten drei Teile in der Prüfung. Leseverstehen, Hörverstehen. Und das letzte war Schreiben und Sprechen. A2-Prüfung war für mich sehr schwer und ich habe das nicht bestanden. Ich möchte weiterlernen und die Prüfung nochmal machen. In der 8. Klasse war ich auf einem Sprachwettbewerb. Erst bin ich gegen die Schüler in meiner Schule angetreten, dann bin ich in Kragujevac gegen andere Schulen angetreten. Ich habe bei beiden Wettbewerben den ersten Platz gewonnen. Der finale Wettkampf war gegen Schüler aus der ganzen Republik in Serbien. Auch hier bin ich Platz 1 in meiner Generation geworden. Jetzt im Gymnasium habe ich auch die Prüfung für A1 und A2 bestanden. Und nächstes Jahr bestehe ich B1 und B2. Christina, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich nach dem Abitur in Deutschland Kriminologie studieren möchte, weil mich die Gesetze dort faszinieren. Zum Beispiel ist der Gefängnisausbruch nach deutschem Recht nicht strafbar, weil Freiheit als grundlegendes Menschenrecht gilt. Das ist nur eines der deutschen Gesetze, die ich persönlich bemerkenswert finde und das mich dazu gebracht hat, das zu studieren, was ich schon immer in Deutschland machen wollte. Und warum hast du dich für die Prüfung angemeldet? Diese Prüfung war für mich eine perfekte Gelegenheit, die deutsche Kultur und das Umfeld, das mich in den nächsten Jahren erwarten wird, kennenzulernen. Ich denke, dass Deutschland eines der idealen Länder ist, das jüngeren Menschen wirklich viel bietet, um ihre Träume zu verwirklichen. Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, weil sie die Verwirklichungen meiner Träume und Ziele nur einen Schritt näher kommen. Das war alles von mir. Ich wünsche allen Leuten, die sich für Fremdsprachen entscheiden, viel Glück dabei und vergiss nicht, gib niemals auf. Katharina, warum hast du dich für die deutsche Sprache entschieden? Ich habe mich für Deutsch entschieden, weil ich in der Grundschule Deutsch gelernt habe und es hat mir gefallen. Gib deine Träume nicht auf. Nur wenn du selber an deinen Zielen arbeitest, kannst du dich verbessern. So, Jana, wie lange lernst du Deutsch? Deutsch lerne ich seit 6 Jahren, also seit der 5. Klasse, weil das war die einzige Option, eine Fremdsprache zu lernen. Und wie war deine Erfahrung, als du zum ersten Mal Deutsch gehört hast? Am Anfang war es ein bisschen ungewöhnlich und
Ich hatte Angst, dass es schwierig für mich wird, Deutsch zu lernen. Aber nach einer Weile hatten wir in der Schule ein Projekt und nach meiner Präsentation hat mir meine Lehrerin gesagt, dass ich einen guten Akzent habe und mich damit motiviert, Deutsch weiterzulernen. Ich habe gemerkt, dass wenn ich eine Fremdsprache spreche, dann ist mein Selbstbewusstsein größer und deswegen würde ich allen empfehlen, eine Fremdsprache zu lernen. Als ich zum ersten Mal von dem Podcast-Projekt hörte, wusste ich ehrlich gesagt nicht, worum es ging. Ich habe neue Leute und ihre Ideen und Meinungen kennengelernt und es hat mir sehr gut gefallen, weil wir alle aus anderen Städten und Regionen kommen. Der Anfang war für mich sehr unangenehm, nicht wegen der Atmosphäre, sondern wegen der ungewohnten Umgebung. Aber als die Zeit verging und wir uns durch verschiedene Übungen kennengelernt haben, entspannte ich mich. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Gelegenheit hatte, an einem solchen Projekt teilzunehmen und dabei viel Neues über die deutsche Sprache zu lernen und sie zu perfektionieren. Ich hoffe, dass ich noch mehr Gelegenheit für ähnliche Projekte habe und freue mich sehr darauf. Ich möchte die anderen ermutigen, an einem ähnlichen Projekt oder Workshop teilzunehmen, da diese eine Gelegenheit für sie ist, neue Erfahrungen zu sammeln. Am Anfang war ich sehr aufgeregt. Aber ich hatte ein bisschen Angst. Ich wollte perfekt sein und dass alles reibungslos verläuft. Aber ich wollte auch Spaß haben und neue Leute kennenlernen. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde, aber ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Ich habe neue Leute kennengelernt, so viel über Podcast gelernt, auch neue Fähigkeiten erworben, bin ein bisschen besser in der Kommunikation und in der Sprache geworden und hatte vor allem Spaß. Ich hoffe, dass ich bald etwas Ähnliches wieder erlebe und etwas Neues lernen kann. Am Anfang wusste ich nicht, was zu erwarten, wie die Schüler, mit denen ich diesen Podcast mache, sein würden und wie alles aussehen würde. Zuerst hatten wir einige Übungen, um sich besser kennenzulernen. Sie waren ein bisschen ungewöhnlich, für einige Schüler auch komisch. Aber trotzdem finde ich diese Übungen sehr gut für das Kennenlernen. Der erste Workshop war mir sehr spannend, weil wir unsere Themen vorschlagen sollten. Mein Vorschlag war das Thema Fremdsprachen. Es hat mir gefallen, dass wir unsere Ideen sammeln konnten. Dann haben wir uns in ein paar Gruppen geteilt. Und seitdem bin ich in der Gruppe mit Christina und Katharina. Die nächsten Workshops waren für mich sehr interessant und haben mir wirklich Spaß gemacht. Weil wir alle Deutsch lernen, haben wir auch über unsere Erfahrungen geredet. Am besten hat es mir gefallen, dass ich sehr viel Deutsch sprechen konnte und jetzt weiß ich mehr über einen Podcast. Ich habe auch neue Menschen kennengelernt und am wichtigsten hatte ich viel Spaß dabei.